Wir sind am Campus des IST Austria und haben den Managing Director, den Georg Schneider, hier bei uns. Herr Schneider, wie zufrieden sind Sie mit dem Open Campus und was bedeutet der für die Bevölkerung und für das IST Austria? Ja, also ich und wir sind sehr zufrieden mit dem Open Campus. Wenn man hier schaut, die Bevölkerung aus der Umgebung ist zu uns gekommen, sieht sich an, was wir hier machen und sind alle zufrieden, die Sonne scheint. Also ich bin sehr, sehr zufrieden, wie der Open Campus abläuft. Das ist ein sehr wichtiges Event für uns. Wir machen das einmal im Jahr. Und gerade deswegen, weil man ja immer glaubt, dass Wissenschaft hier im Elfenbeinturm stattfindet, was es natürlich nicht tut. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die hier am Campus sind, arbeiten mit der ganzen Welt zusammen. Aber nachdem wir hier in Klosterneuburg sind, in Maria Gucking speziell, ist es für uns sehr, sehr wichtig, auch mit der Bevölkerung Kontakt zu haben. Wissenschaft ist ja etwas, was, wie gesagt, erstens einmal nicht alleine passiert und auf der anderen Seite es für die Gesellschaft sehr wichtig ist. Und deswegen ist es für uns auch sehr wichtig, dass wir zu der Bevölkerung Kontakt haben und der Open Campus ist eine der Möglichkeiten, wie wir das tun können. Das heißt, die Austria ist ja stetig gewachsen. Wo stehen wir gerade, bei welchem Entwicklungsschritt? Wie entwickelt sich gerade alles weiter und wie lange wird es noch dauern, bis man dann einmal fertig ist, bis man anfängt, Firmen anzusiedeln, was ja der Plan ist, glaube ich. Ja, das gibt es auch. Also wir sind jetzt im Moment bei 35 Professorinnen und Professoren von im Endausbau ca. 90 Forschungsgruppen. Das heißt, wir sind jetzt ein bisschen mehr als wir ein Drittel schon des Weges gegangen. Mitarbeiterinnenmäßig haben wir im Moment 460 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier am Campus. Im Endausbau werden hier im Jahr 2026 ein bisschen über 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier sein. Und also die Forschungsgruppen werden sich stetig erweitern und zu einem gewissen Zeitpunkt hoffen wir natürlich auch, dass wir hier Firmen anziehen werden, die von der Forschung hier, die am Campus passiert, profitieren, beziehungsweise dass es auch Firmen sind, die von uns, von Wissenschaftlern hier am Campus selber gegründet werden. Ja, ich glaube, der Open Campus hat ja immer sehr viel Glück gehabt im Wetter. Dann wünsche ich noch einen wunderschönen Tag und danke vielmals für das Gespräch. Vielen herzlichen Dank. Bei uns am Stand geht es hauptsächlich um den Unterschied zwischen turbulenter Strömung und laminarer Strömung. Also wir zeigen laminare Strömung, zum Beispiel in diesem Experiment, wo man sieht, dass ich, wenn ich zum Beispiel jetzt in einer hochviskosen Flüssigkeit Bewegung reinbringe. Hochviskose heißt dickflüssig, oder? Genau, ja. Ziemlich dickflüssig da drinnen und dann wieder in die andere Richtung geht. Das hat sich leider schon ziemlich vermischt. Aber hier kann man jetzt sehen, dass das wieder auf die Ausgangspunkte zurückgeht und zeigt, dass sich laminare Strömung nicht mischt. Dann haben wir hier noch ein Rollexperiment. Dann haben wir eine Wasserversorgung. Das Wasser strömt durch ein Rohr. Und dann in einem Behälter wird dann wieder zurückgepumpt. Und hier zeigen wir, dass wenn man hier stört, dann entsteht hier eine Turbulenz, die dann stromabwärts reißt. Ah, okay. Genau, gesehen, auch beim Rohrende sieht man dann, ich kann noch einmal eine Störung verursachen. Gut, 3, 2, 1, zack. Und das zeigt zum Beispiel, also das ist veranschaulicht, den Druckunterschied bei turbulenter Strömung oder bei laminarer Strömung.